So, liebe Dampfmaschinenfreunde, wir haben seit langem wieder ein kleines Modell im Angebot. Und zwar ist es von der Firma Vilesco. Das ist ein Bausatz, die D5. Ist eine schöne kleine schnucklige Dampfmaschine, die wir auch wieder komplett, was heißt restauriert, wir haben sie eigentlich nur poliert. Die ist noch in neuwertigem Zustand. Wir haben trotzdem alles abgehabt, Kessel und alles überprüft. Was wir da gemacht haben, ist so ein Regelventil eingebaut haben, dass wir, wie gesagt, die Geschwindigkeit regeln können. Normal habt ihr nur eine Leitung. Dann rasen die wie verrückt und deswegen werden die kaum gespielt. Da verlieren die Kinder die Lust wahrscheinlich. So, wir haben jetzt, wie gesagt, alles poliert, alles überprüft. Jetzt wollen wir es auch mal laufen lassen. Wir haben jetzt einen kleinen Keramikbrenner hier eingebaut, dass wir nur mal so testen können. Natürlich lege ich den Brennschieber dabei, den Originalen, und hier noch ein Päckchen ins Bett dabei. Es sind auch alle Papiere noch da. Originalkarton, wie gesagt, die ist nur zusammengebaut. Die wird auch so verschickt. Den Karton packe ich dann extra dabei, einen extra Karton, dass ihr den Karton aufheben könnt. Sollte man schon machen. So, jetzt wollen wir auch mal gerade mal testen, ob es so gut läuft. Und wie gesagt, das Schöne ist jetzt, ihr könnt, wie gesagt, die Geschwindigkeit regeln, ihr könnt sie schön langsam laufen lassen. So, wir haben sie gerade mal eingeölt. Das ist jetzt ganz normal, dass sie ein bisschen sifft. Aber ist ja nicht schlimm. Macht man hier ein bisschen mit Läppchen wieder sauber. Ja, und ihr seht ja, wie schön langsam die auch laufen kann. Und das geht halt nicht, wenn ihr da kein Regelventil drin habt. Wir können sie mal voll aufdrehen, wie es normal wäre. Ja, ihr seht, was die für eine Geschwindigkeit kriegt. Wir haben jetzt auch nur eine ganz, ganz kleine Flamme gemacht, weil so eine kleine Dampfmaschine, die braucht echt nicht viel Temperatur. So, wie ihr an dem Ventil seht, ist auch eine neuere Ausführung. Könnt ihr mal testen, ob es auch pfeift. Ja, pfeifen tut sie auch. Wunderbar. Ja, sonst ist nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ist sehr wenig bespielt worden. Ist wirklich in sehr gutem Zustand. Der Lack ist noch 1A. Ihr seht hier, die Aufkleber ist noch alles noch drauf. Ja, wahrscheinlich gekauft, zusammengebaut, ein bisschen gespielt. Und weil man halt nicht regeln kann, dann verlieren die Kinder die Lust. Und dann liegen die in der Ecke rum. Naja, wir machen uns halt die Arbeit. Wir wollen sie wieder wie neu aussehen lassen. Und wir haben natürlich auch wieder so ein Ventil eingebaut, dass, wie gesagt, die Kinder auch mal was mit antreiben können. Wie gesagt, ihr könnt jetzt auch was mit antreiben. Egal, irgendein Zubehör von Vilesco, wie gesagt. Und dann kann man das schön regeln mit dem Regelventil. Aber ihr kennt ja meine Videos. Die meine Videos kennen, die wissen das. Die baue ich, wie gesagt, in jedem Modell ein, die halt keins haben. Das macht schon Sinn. Die läuft wirklich noch sehr gut. Und man merkt an den Kolben alles. Ich habe alles abgehabt. Die hat nicht viel gelaufen. Also die ist wirklich neuwertig. An den Schieber konnte man sehen, die war schon mal an. Aber, ne. Naja gut, ich vermute mal, weil kein Regelventil drin ist, weil die ja nur losrattern, macht das keinen Sinn. Vilesco macht es leider immer noch nicht, die werden immer noch so angeboten, ohne Regelventil. Aber gut, ganz einfach, ist ein Aquariumventil, wenn er eingibt bei eBay, Aquariumventil, dann findet er das, müsst ihr nur ein bisschen umbauen. Ich habe auch mal ein Video reingemacht vor längerem, da erkläre ich das, wie es eingebaut wird, könnt ihr euch mal angucken. Dann könnt ihr euch das bestellen und wahrscheinlich selber reinlöten, das ist kein Hexenkessel. Ihr müsst das nur sauber verlöten, dass ihr das Regelventil nicht zulötet beim Löten, dass der Durchfluss gut da ist. Das müsst ihr halt gut testen. Und dann, ja, dann macht es auch richtig Spaß mit den Kindern. Ne? So, ich will auch gar nicht so viel sammeln diesmal. Wie gesagt, ich wollte es nur kurz vorführen. Wirklich in sehr gutem Zustand. Guckt euch die Bilder an. Wie gesagt, der Kessel ist 1A, da ist gar nichts dran. Wir haben nur poliert und mal ein bisschen sauber gemacht. Da macht man halt ein bisschen Zitronensäure oder Essigwasser. Spült den Kessel mal aus. Alles wieder gut nachspülen, dann ist der Kessel und das Schauglas, vor allem das Schauglas ist wieder sauber. Das soll ja auch wie neu aussehen alles. Na gut, na gut. Ja, wir werden noch ein bisschen testen jetzt. Weil wir müssen sie testen, weil wir haben ja, wie gesagt, das Regelventil eingelötet. Das muss alles dicht sein. Was wir auch mal machen, wir machen noch so einen kleinen Plastikgriff dran. Und mein Sohn meint auch wieder, weil er hat immer so gute Ideen, dass wir das Ventil hier machen und nicht wie bei der D10 können wir es ja nicht anders machen. Ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit, das hier unten hin zu machen, das ist schöner. Verbrennt man sich die Finger hier nicht. Wenn man es hier oben macht, könnte ein bisschen heiß werden, aber es geht auch. Aber wir haben es diesmal hier unten hin gemacht. Mein Sohn meint, das wäre besser so. Sieht auch schöner aus, finde ich. Und ihr könnt auch schöner regeln, wenn ihr so anpackt. So, und ihr seht, wie schön langsam die läuft. Ist wunderbar. So macht das Spiel auch Spaß. Läuft sie schön langsam. Und wenn sie mal ein bisschen süppeln tut, ist kein Problem. Wie gesagt, macht nur am Anfang mal den Kolben raus, dass ihr mal den Kolben ein bisschen einölt. Da kommt auf die ganzen Gelenke und mal ein Tröpfchen Öl, ein bisschen dickeres Vilesco-Öl drauf.
und dann läuft die. Hier könnt ihr auch mal den Schieber ein bisschen rüber drücken, dann kommt hier zwischen mal ein Tröpfchen Öl, dass es ein bisschen geschmiert wird. Und sonst braucht ihr eigentlich nicht viel zu machen bei dem Modell. Wie gesagt, destilliertes Wasser nehmen, dass euch der Kessel nicht so verkalkt, dass es schön sauber bleibt, ist wichtig. Oder wie gesagt, wenn ihr kein destilliertes Wasser nehmen wollt, dann müsst ihr halt hin und wieder mal Essigwasser reinmachen, ordentlich spülen, dann geht das auch. So, alles klar, sollte reichen. Die kommt auch gleich bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf. Die wollen wir jetzt auch anbieten. Ist eine schöne Maschine, schön klein, schnuckelig. Passt auch schön in die Vitrine rein. Und wie gesagt, ich gebe auch alles dabei. Wie gesagt, die Papiere, alles was so dabei war. Und Originalkarton, wie gesagt, den legen wir mit rein. Dann könnt ihr dann aufheben. Das ist immer eine schöne Sache. Alles klar. So, ich wünsche euch immer einen schönen Sonntag noch. Die Temperaturen sind ja momentan ganz schön warm. Ich glaube, über 30 Grad haben wir heute. Das ist schon mächtig. Da bleibt man lieber in der kalten Wohnung. Mein Sohn kann ja auch nicht so raus wegen seiner Krankheit. Und dann machen wir uns halt hier schön gemütlich. Ich habe noch gerade eine D20 von der Firma Fedis umgebaut. Habe ich noch da, die werden wir jetzt zurecht machen. Auch ein schönes Modell. Auch sehr, sehr, sehr guten Zustand. Sehr wenig bespielt. Die werden wir uns die Tage mal zur Brust nehmen, alles sauber machen, polieren. Und dann wird die auch angeboten. So, alles klar. Ich sag mal, bis zum nächsten schönen Modell, wie ich so immer schön sage. Euer Dampfmaschinenprofi. Bis dann. Ciao. So, wir drehen jetzt ein Gas zu. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, holt euch einmal so einen kleinen Keramikbrenner. Den könnt ihr für alle Modelle nehmen. Da braucht ihr nicht mit S-Pit rummachen, stinkt die Wohnung nur. Und wie gesagt, der Kessel ist jetzt sauber, der bleibt dann auch sauber mit Gas. Aber gut, das, wenn ihr da Hilfe braucht oder braucht ihr mal einen Link, wo ihr sowas herbekommt, kein Problem. Da kann ich euch gerne helfen. Alles klar, so, bis die Tage. Ciao.